Quatschen wir mal hier, warte. Hier sieht es wie eine Bruchstelle aus. Sollten wir vorsichtig sein. Boah, starker Junge. Ordentlich gefrühstückt. Ich weiß nicht, was von dieser Welt ist, aber... Nee, jetzt, oder? Das macht jetzt nicht die komplette Welt. Das, wobei, ich kann ja auch nur auf irgendeinem merkwürdigen Teil stehen, aber trotzdem. Vielleicht bin ich auch in einer ganz großen Uhr und ich habe gerade einen Zeiger bewegt oder so. Das kann ja niemand erkennen bei diesem Hintergrund. Das ist cool. Wow. Brilliant. Sehr gut. Wieso kippt das Teil auch um? Und als ich es gesehen habe, war es zu spät. Weil es nicht gerade langsam umkippt. Dann jetzt immer noch gar nichts und... Bewegung hat gestoppt. Okay, das hat irgendwas jetzt mit dem Magnet zu tun. Jetzt kann ich das Teil bewegen. Ah, aha. Ich kann das Ding magnetisch aufladen, wodurch das dann so in der Stelle bleibt. Und auch die Lampe darauf irgendwie durch so einen Eisenschirm draufgerichtet wird. Das löst noch nicht ganz das Problem, wie ich da auf die andere Seite wiederkomme. Ich kann das zwar so in Form halten, aber dann ist natürlich der Eingang nicht offen. Nicht da hoch. Wie schaffe ich es also, rechts auf den Knopf zu drücken und in der Zeit, bis das Teil hier ist, auf den Knopf zu drücken? Hey. Was? Ich will das hier in der Mitte so ziemlich mal feststellen. Das sieht ganz solid aus. Gut. Genau. Okay, da muss ich mir mal überlegen. Kann ich ja einfach runterrennen. Yep. Sehr schön. Nein. Mit so ein bisschen Anlauf ist er immer besser. So, und durch. Klappt doch alles. Gar kein Problem. Sägen. Sägen sehen nach tot aus. Ich komm voran. Was macht das? Das dreht schon wieder alles. Okay.
muss. Das hier dreht sich oder nicht? Ich halte mich so lange an der Kette fest. So warte ich, bis das da unter mir ist und dann kann ich mich dort draufsetzen und schon über die Metall-Elektro-Teile drüber. Muss ich das weiter drehen, damit ich da links auf die, an die Wand mich draufsetzen kann? Nein? Ist fertig? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Gut, das habe ich überlebt. Was haben wir da unten? Ein Stein. Ein Stein. Eine große Steinkugel. Und das hier wird wieder alles umdrehen. Mal lieber raus und ich vermute, dass ich eher auf dem Stein drauf bleiben muss. Und das ist generell eine schlechte Idee, wegen dem zerquetscht zu werden, aber. Oh. Okay, zum. Zum Steinrennen ist nicht die Lösung. Ich vermute dann eher. Das hier zeitig dahin stellen. Und dann hier so durch. Sweet. Ich bin so gut. Ich bin so klug. Ich bin so cool. Ja. Wer bist du denn? Ist das hier ein schöner Ort zum Spielen oder noch? Nee. Wie habe ich sie vermisst? Scheiß Brain Slug. Das war übrigens eine Lüge, ich habe sie nicht vermisst und da geht's nicht runter. Aber immerhin ist, glaube ich, mit Brain Slug ziemlich. Nettes Speicherpunkt. Weil sie wissen, dass das passiert. So, langsam, langsam, langsam. Oh nein, nein, nein! Da wäre ich doch der Super gewesen. Gott. Wo war hier Licht? Da war Licht. Sort of. Keiner. Sorry für die Stille und falls euch die Bewegung gerade sehr leblos vorkam, das lag daran, dass ich mal kurz niesen musste. Juhu, das scheint Spaß zu machen. Finger weg. Durchzukommen und. Das war geschafft. Damit komme ich auf jeden Fall gleich zurück. Ich warte nicht. So. Oh, danke. Was soll mir schon passieren? Ich kann es ja kurz schwer und sehr schön. Wieso ist hier offen? Gucken wir mal, was passiert. Die Teile bewegen sich nicht mehr. Die
bewegen sich wieder. Die bewegen sich nicht mehr. Bewegen das noch ein Stück. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nachher hier oben herkomme. Es bewegt sich rückwärts. Ich lasse mir jetzt mal noch aus. Nee. Ups. Dann, Markus, sehe ich den Schalter doch noch um. Noch mal hoch und ich guck mal, ob ich da irgendwie den Zeitrhythmus. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Schalter umlegen. Guck noch mal genau, was passiert. So. Fährt alles ganz normal weiter. Und das auch im selben beschissenen Abstand, wo es mir gar nichts hilft. Nein, nein, nein. Ich wollte mich nicht hochziehen, ich wollte eigentlich nur dran hängen. Aber was hat mir jetzt gebracht, den Schalter umzubringen? Verdammt! Schön dahin. It's a craze. Ihr wollt mir sagen, dass das einfach nur von der schiefen... Ah. Und jetzt müsste der wieder andersrum sein. Wow. Das ist doch unglaublich. Diesen ganzen Quatsch für ein Achievement. Wobei ich mag ja Achievements, aber diesen ganzen Quatsch für ein Achievement. Aber ich muss sagen, sogar die Achievements sehen stylisch aus. Okay.